Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Space Engineers. Und man merkt es schon, mich hat's voll erwischt. Hat es ja auch gestern getwittert und es ist einfach nicht besser. Es ist echt mega, mega ätzend. So, mal gucken. Hier draußen gingen die beiden ja immer ganz gut ab. Na, hier können wir sogar was abernten. Ja, ich habe nämlich fleißig wieder weitergebastelt. Ganz ehrlich, ihr habt doch nichts verpasst, weil es war mega nervig. Oh, das war so eine Fuselarbeit. Oder wo man halt echt niemanden dabei haben möchte, weil es so anstrengend ist. So. Und ein Bärchen auf, das sieht gut aus. Aber da hinten das Geschütz, das ballert sich hier so den Weg frei. Sehr schön. Dann bin ich glücklich und zufrieden. Und bringen wir die paar Sachen weg. Genau. Oh, heftig. So. Ja, wunderbärchenhaft. So. Wir gucken mal. Als erstes habe ich das hier geändert. Das ist jetzt wieder mit normalen Rohren. Liegt daran, dass diese Mod in letzter Zeit immer damit gemeldet wird, dass sie Probleme hat. Und geht hier unten weiter. Ja, wir haben ja da diesen einen Frachtcontainer, der jetzt praktisch weiter alles weiter gibt an der Stelle. Ne? Das Ganze geht nach da unten. Ich kann es mal zeigen. Ich habe hier extra so ein bisschen das Ganze offen gelassen. Und geht halt unten drunter weiter. So. Fliegen wir mal hier hin. Ich habe hier die Decke mal fertig gemacht. Puh. So. Und dann mal. Sieht gut aus, ne, wenn man da so durchguckt. Ja. So. Und hier kann man es schon sehen, ne? Da gehen die Rohre lang. Ich habe die Tür jetzt endlich fertigstellen können. So. Da sieht man es, das geht dann da unten drunter, geht es dann lang und damit ist es verbunden. Denn hier ist ja das Lager. Ich habe einfach das ganze Ding komplett in Orange gemacht. Ich fand das irgendwie besser, weiß auch nicht. So, und hier drin sind hier unten jeweils links und rechts 4 kleine Behälter. Und hier in der Mitte sind auch nochmal 4. Und bei dem Volumen, was die haben, halt, wir gehen mal so drauf, wir sehen es, ist da noch massig Luft. Bei den anderen, wenn wir das hier mal gucken, hier haben wir einen kleinen Frachtcontainer, da ist tonnenweise Zeugs drin, das ist immer noch nicht voll, also noch nicht mal zur Hälfte. Von daher bin ich da ganz guter Dinge, dass wir hier mit diesen 12 Containern doch alles sichern können. Jetzt muss man nochmal schauen, wie wir das kriegen, dass wir das alles hier hin schaffen, aber gut, das ist auch nicht so dramatisch. Ist ja nur für den Notfall. So, das wäre das. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, weil ich habe das jetzt extra auch so gelassen, ne? Ich mache noch eine Tür auf. Ich habe das jetzt extra so gelassen, dass es hier wirklich so ein freier Gang nach unten ist, wo dann entsprechend dieser Lagerraum ist. Also nicht so hier nochmal mit Gang verbunden oder so. Nee, muss ja auch nicht sein. Okay, so, jetzt mal schauen, wie wir das jetzt hier machen, weil Crew-Quartiere möchte ich eigentlich noch nicht machen. Ich würde jetzt gerne hier unten oder hier hinten so ein bisschen nach unten gehen. Genau. Wir sehen, ich habe den Erdsensor dran gelassen, den könnte ich eigentlich abbauen, weil, naja, so wirklich sinnvoll war er hier jetzt nicht. Ja, könnte man eigentlich abnehmen. Ja, seltsamerweise verstehe ich auch nicht, warum hier überhaupt nichts ist, ne? Naja, wer weiß. Irgendeine tiefere Bedeutung wird das sicher haben. So. Alles weg. Ein bisschen anpassen. Genau. Hier habe ich auch entsprechend ein Fundament noch gebaut. Die Steine gehen extremst weit nach unten. Praktisch hat mich hier. War das da oder war das hier? Nee, das war hier. Habe mich praktisch gerade nach unten gebuddelt und dann diese Dinger da reingesetzt. Ganz schön nervenfremd. Oh, was ist das denn? Ah, okay. Falsch gedreht. Ha, so. Ja, okay. Sehr gut. Das muss man überlegen. Eigentlich müssten wir jetzt auch weiter nach unten. Beziehungsweise, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, nee. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich so viel weiter weg möchte. Wo sind wir denn? Wenn ich jetzt hier mal gucke zur Basis, wie viele Meter haben wir? Ach, da oben ist Silizium. 100 Meter sind wir entfernt. Das ist nicht so die Welt, ne? Nee.
Jetzt kommt ja hier dann praktisch der Silo hin mit Brücke und allem drum und dran. Also hier Kommandoraum. Wir sehen, wir haben hier immer noch Eis. Das mich so ein bisschen verwirrt. Eigentlich sollte nämlich von nichts da sein. Naja, egal. So, gucken wir erstmal. Schön natürlich wieder unser Weiß auswählen. Ha, wunderbärchenhaft. Ach ja, ja, das ist natürlich das Problem. Wenn man nichts mit hat. Aber wir können ja jetzt hier unten drauf zugreifen. Oder von hier unten aus. Das ist ja das, was ich wollte. Dass ich jetzt nicht mehr... Ach ja, das geht nicht. Dass ich nicht mehr so weit latschen muss. Ne, weil hier kann ich entsprechend... hier die ganzen Sachen herholen. Sehr gut. Oh, rausnehmen. Das ist echt ein bisschen problematisch. Ich glaube wirklich, dass wir noch ein Stück weiter nach unten gehen müssen. Das heißt, ich suche mal die Treppe raus. Aber ich glaube, bei der Treppe brauche ich interne Panzerung. Ja, ja, ja. Nee, ich habe es gewusst. Interne Panzerung und Herstellungskomponenten. Was haben wir? 50 interne Panzerung und 30 Herstellungskomponenten. Kann ich hier unten gleich lang? Ah, haha, sehr schön. Kurze Abkürzung. Kurze Abkürzung, das hört sich auch etwas seltsam an. Eine lange Abkürzung wäre ja keine Abkürzung. So, packen wir mal die Hälfte von zurück. 551, sehr schön. Uns hat es gesagt, 30 Herstellungskomponenten. Dann machen wir mal 90. Und 50 davon, das heißt, nehmen wir hier 150 mit. Und dann müssten wir rein theoretisch, wenn wir es nicht vertan haben, genau 3 Treppen basteln können. So, genau, und dann damit können wir dann auch nach unten. Yippie! Warum? Ach, oh, Rampe, Treppe. Ah, nee, ich bleib bei der Treppe. Treppe sieht irgendwie cool aus. Ja. Und jetzt? Habe ich keine interne Panzerung? Doch. Ah, ich hoshi. Ja, wahrscheinlich haben schon alle laut aufgestöhnt in der Zeit. So nach der Mutter so, ja, das ist mir jetzt auch aufgefallen. Ja, ätzend. So, wahrscheinlich haben wir gar nicht so viel. Interne Panzerung. Ah, sieht mau aus, sieht mau aus. Das packt man wieder zurück. Hm. 90. Wo habe ich denn jetzt interne Panzerung? Dup, 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 dup. Und dann machen wir einfach 100 Stück. Dann geht das schon. So, Montageanlage war, glaube ich, hier oben. Ah ja, da ist es. Warte mal, ich brauche nur 150. Ja? Das heißt, wir warten noch ganz kurz, weil ich möchte nicht schon wieder gleich hierher tingeln müssen. Puh. Sehr gut. Da bleibt sogar noch ein bisschen was übrig. Krass, ja, sehr krass. Hier muss ja noch irgendwo... Diese ganzen Maschinen müssen hier unten ja auch noch hin, also praktisch eine Raffinerie und alles, eine Sauerstoffanlage und so weiter und so fort. Weil irgendwo mit müssen wir ja unser Raumschiff betanken. Ja, ja, ja. Das ist ganz doll wichtig. So. Jetzt müssen wir nur schauen. Ich habe schon eine Idee. Genau. Ja, so ist das natürlich jetzt doof. Wenn ich das so mache. Ha, dann passt das schon eher. Wunderbärchenhaft. Sehr schön. Dann müssen wir nur gucken, wie wir das mit dem Glas machen. Ob wir das dann einfach so lassen und sagen, okay, hier ist dann halt kein Glas. Oder... Ja, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. So. Also weghauen hier. Sehr schön. So, auch gleich verschweißen. Dann unten drunter wieder dasselbe Spielchen, ne, mit den umgekehrten Blöcken. Dann passt sich das auch.
Das sieht cool aus so. Das hat was. So. Genau, sehr schön. Ich weiß, man sieht es nicht so direkt, aber ich weiß es und das stört mich sonst. Deshalb muss ich das dann immer richtig machen. Man könnte jetzt natürlich auch schummeln, aber das möchte ich eigentlich nicht. Zumal der Stein oder der Block noch ein bisschen weniger verbraucht, was natürlich auch ganz gut ist. So, okay. So, ist immer schwer zu sehen, ob man gerade ist oder nicht hier, finde ich. Wenn man unterirdisch unterwegs ist. So, wieder die 7. Ah, und ich denke, dann sind wir tief genug. Na, ich denke doch. Genau. Schnell schweißen, genau. Dann das hier. Ja. Dann können wir hier anfangen, eine Tür hier dran zu setzen und alles und entsprechend bauen. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, nur gucken, wie wir es machen. So. Das gefällt mir echt, ne? Hier geht man so runter, so ein paar Treppen. Ja. Muss hier nur eine Tür hin, auf jeden Fall. Ja. So. Und hier natürlich muss entsprechend das weggenommen werden, ne? Das passt natürlich gar nicht. Ah, das ist okay. Ja, das sieht gut aus. Wunderbärchenhaft. Ich mag das so hier, so in den Felsen reinbuddeln und bohren und sich dann irgendwas erschaffen. Irgendwie ist das ganz cool, weiß auch nicht. Welche Tür nehmen wir denn nur? Schwierige Frage. Eigentlich müssen wir eine Brücke nehmen, ne? Ja. Hä. Sache. Ist es jetzt hier? Ah ja, gut. Richtige Seite getroffen. Wunderbärchenhaft. Okay. So, schnell die ganzen Sachen holen. Können wir gleich mal nachschauen, was wir da genau alles brauchen. Ich glaube, von diesen Prozessoren, von diesen Deadcore oder was auch immer das ist, da haben wir noch welche. Ja, hier, guck mal, da sind noch welche. Noch ein 10. Hier machen wir 50. Hier machen wir auch nochmal 10. Motor machen wir auch 10. Träger machen wir alle. Also hier kleine Steilrohr und hier große Steilrohr. Jetzt haben wir eigentlich alles dabei und... Okay, holen wir es mal schnell. Schnell unterwegs hier heute. Und das trotz Krankheit. So, Anzeige, ein einziger. Und... Oh, da können wir gleich 2 mitnehmen. Was war das andere? Panzerglas, ne? Hab ich noch irgendwo Panzerglas? Sieht nicht so aus. Okay. Genau, sehr schön, alles mitnehmen. Aber wir brauchen unten ja nochmal eine Tür, deshalb habe ich gerade überlegt, ja, ist das vielleicht ganz gut. Und eigentlich brauchen wir hier noch Glaselemente, aber das kommt erstmal noch. Genau. Und hier unten muss dann die nächste Tür hin. Ja, aber die hört sich schon gut an, ne, mit den Geschützen. Hm? Schönes Ambiente auf jeden Fall. So. Genau, wir sollten erstmal... Ich möchte das ein bisschen weiter hinten haben, nicht gleich hier vorne. Dass man nochmal so ein bisschen weiter weg ist. Dann müssen wir mal gucken. Wegen den Notausgängen bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie wir das handhaben wollen. So.
Na komm schon, los. Und jetzt? Warum nicht? Hä? Hier geht, hier auch, aber da nicht. Okay. Jetzt, okay, gut. Irgendwie ein bisschen buggy in letzter Zeit. Seit dem meinen Update kommt das hier häufiger vor. Ist auch nicht warum. Aber gut, was soll's. So. Hauptsache, das Ganze funktioniert. So, jetzt noch die Tür. Ah, Metallgerüst fehlt. Ah, schade. Das einzige 6 Stück. Das kriegen wir hin. Wir nehmen den offiziellen Weg, würde ich sagen. Ich mag die Musik immer wieder. Ich habe jetzt noch ein anderes Spiel gefunden, was mein Interesse geweckt hat. Empyrion. Das ist ganz lustig, beziehungsweise sieht ganz cool aus. Und ich habe jetzt wieder angefangen, ein Spiel, was ich Ewigkeiten schon besitze bei Steam, was so ziemlich eines der ersten Spiele war, die ich mir bei Steam geholt hatte, die auch immer noch, also was immer noch fleißig weiterentwickelt wird. Und was jetzt eigentlich echt mega geil geworden ist, weil da war es am Anfang so ein bisschen, schwierig, aber schon cool. Okay. So. Na, warum will er denn nicht? Ah ja, ich gehe ja schon. So. Ah ja. Na, dann müssen wir halt entsprechend eine Mauer links, rechts ziehen, ne? Dass das Ganze dann sicher ist. Das heißt, hier können wir schon ein bisschen breiter werden. Schon ein bisschen den Gang anlegen. Ich hatte auch zum Beispiel beim Lager überlegt, ob ich wirklich eine feste Außenmauer mache oder ob ich einfach nur Steinwände lasse. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden. Ich fand das irgendwie, ja, weiß nicht, es hat mich nicht so getoucht, ne? Ich fühlte mich nicht so geborgen und sicher an dieser Stelle. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe schon so ein ungefähres Bild im Kopf, wie das mit dem Hangar und dem Brückenraum aussehen soll. Aber ich denke, da werden wir beim nächsten Mal dann weitermachen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns. Bis dahin, euer Mr. Zocker.